Für Chiller und Griller ist der Mauerpark ein wahres Schlaraffenland. Wer sich auf der Wiese abgelegt hat, braucht nur noch zu warten, bis das Bier von selbst kommt. Kalte Getränke von der rollenden Wiesenschenke. Kannst du dir hinter die Kehle klemmen? Kalte Getränke bis zu den Fußspitzen. Ihr da hinten im grünen Gras, ihr seid so blass. Ab Anfang der Saison, wenn die Sonne schön wird, gehe ich halt raus, hier in meinem Kiez. Ich wohne Kastanienallee und ziehe dann mit Fahrrad und Hänger in den Mauerpark und verdröhne den Leuten ein paar Biere und ein paar kalte Getränke. Kann mein Geldbeutel nicht verrenken, drum tue ich auch den Girls nichts schenken. Halbe Liter Bier und Club Mate habe ich. Dann gib mir das kälteste halbe Liter Bier, das du da hast. Das wird meistens dankend angenommen. Dankeschön. Und auf meinen Schnitt kommen die auch einigermaßen. Meine Getränke sind prächtig und die Blase wächst mächtig. Warum hast du so lange damit gewartet zu trinken? Aber es würde sich lohnen, hier irgendwo im Kiosk für die Griller Einkaufsmöglichkeiten zu machen, dass die direkt da frisch den Grill, die Grillsachen kaufen können, weil dann brauchen sie nicht alles so weit rum zu transportieren. Ja, nicht schlecht. Mach du das doch, wie du willst. Nee, ich mach das nicht. Ne? Ich bin ein alter Mann, ich mach nicht mehr viel. Ach, verstehe. Hab genug hier mit der Wiese zu tun. Kalte Getränke! Ein großartiges Spektakel bietet das Kolosseum. Zum guten Ton gehört hier die Karaoke. Dicht gedrängt sitzen die Zuschauer auf den Steintreppen der Tribüne, um letztendlich selbst zum Protagonisten des Szenariums zu werden. Hier kann jeder singen, jung und alt, gekonnt und schief, gibt das Volk seine Stimme zum Besten. Begeisterter Jubel von den Publikumsrängen spornen die Sänger zur Höchstleistung an. Der Applaus ist noch in den letzten Winkel des Mauerparks zu hören. So wie es vielen kreativen Traumschiffen bisher ergangen ist, wird auch der Mauerpark vom Kreislauf zwischen Formalität und Freiheit nicht verschont. Zu schnell gerät der Platz der Avantgarde in das Interesse der Öffentlichkeit. Einmal vom Mainstream entdeckt, droht die Kommerzialisierung. Die Avantgarde-Bewegung gerät in Gefahr, selbst zum Establishment zu werden.
natürlich ist alles ein bisschen lauter, größer und pompöser geworden. Sehr voll inzwischen. Davor habe ich auch manchmal Angst, wenn ich hierher komme, dass es zwar frei und offen ist, man sich bloß nicht mehr bewegen kann. Also die freie und offene Stimmung in einer Atmosphäre, die halt eher klaustrophobisch angelegt ist. Die eigentliche Essenz des Mauerparks wird dadurch irgendwie verdünnt. Ja, manchmal bin ich erstmal ein bisschen beklommen, so, weil so viele Leute plötzlich hier sind. Und, Früher fand ich es ein bisschen lockerer. Im Gegensatz zu heute, wo es ja so voll ist immer, oder jedenfalls öfters. Also, ja, es war ein bisschen entspannter. Also, so viele kreative Leute sind auch schon verschwunden. Zeitweilig wollte ich hier gar nicht am Wochenende sein, vor 2 Jahren, weil mir das immer zu voll war. Normalerweise geht man ja in so einen Kackpark, ja, um sich zu erholen. Bloß findet man hier auf dieser ekligen grünen Wiese, ja, die voll ist mit Müll. Gar keine Erholung. Da ist es echt so scheiße. Überall sind Bullen, du kannst nicht mal einen kiffen. Dann sind alle Leute gleich, entweder sind es Familien oder dreckige Yuppies oder Neon-Hippies. Das ist doch hier total scheiße. Ja? Dann der Flohmarkt ist überteuert und überlaufen. Der ganze Park ist hässlich. Karaoke war früher auch viel cooler. Durch Übernutzung entsteht Verschmutzung. Wo viele Menschen zusammenkommen, wird auch viel Müll produziert. Die Feier- und Grill-Sessions der unbedachten Parkbesucher sind nicht zu übersehen. Es ist einfach zum Kotzen, was hier dann vorzufinden ist. Und etwas, das gefällt mir nicht vom Mauerpark, ist, dass die Leute viel Dreck und Müll auf die Straße lassen. Hier, das sieht nicht so schön aus. So, und da hat doch jeder junge Mensch selber zu beizutragen, indem er einfach seinen Kram wegnimmt. Haben Sie es zu Hause noch nicht gelernt? Ich mache meinen eigenen Müll weg, aber ich gehe nicht rum und sammle andere Leute Müll ein, deshalb. Ich war ein bisschen schockiert. Also ich habe vom Freund den Tipp bekommen, dass es hier ganz schön ist. Aber als ich den ganzen Müll gesehen habe, habe ich gedacht, oh. Dieser ungeordnete Raum wird in vielen Augen als prekär angesehen. Skeptisch beobachtet die Stadtverwaltung das wilde Leben des 7 Hektar kleinen Stadtdschungels zwischen Prenzlauer Berg und Wedding. Und verordnet prompt Bier und Dixi-Klos nach Plan für den Mauerpark. Getränke gibt es dann nicht mehr von der rollenden Wiesenschenke, sondern vom Getränkegroßmarkt direkt neben dem Park. Es gibt hier viele Leute hier in der Stadt, die also halt darauf angewiesen sind, dass sie hier mal ein paar Mark verdienen können, so nebenbei, damit sie über die Runden kommen. Ne? Dies ist längst nicht das einzige Problem des Mauerparks. Die Freifläche ist von Bebauung bedroht, denn das Gelände direkt neben dem Park gehört einer Immobiliengesellschaft namens Vivico. Der Streit um die Fertigstellung des Mauerparks dauert bereits über 20 Jahre an. Anfang der 90er Jahre bekam Berlin von der Allianz Umweltstiftung 4,5 Millionen D-Mark geschenkt. Es sollte ein mindestens 10 Hektar großer Park entstehen. Im östlichen Teil, der 7 Hektar misst, wurde das Vorhaben umgesetzt. Der westliche Teil gehört der Immobiliengesellschaft Vivico. Die unfertigen Pläne des Mauerparks würden bis heute in ewiger Ruhe schlummern, wenn es da nicht den Flächennutzungsplan gäbe, der folgende Bedingung stellt. Der Park soll mindestens 10 Hektar messen oder das Geld muss an die Allianz Umweltstiftung zurückgezahlt werden.